Aufgewacht, Freunde! Heute gibt es wieder eine weitere Folge Top Kills des Monats in Guns of Boom. Vielen Dank für die ganzen eingesendeten Gameplays. Wenn ihr weitere Gameplays für die nächsten Episoden einsenden wollt, tut das bitte. Alle Details dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar. Let's go! Auf dem fünften Platz sehen wir einen schönen Amoklauf des Spielers Hits Like Poishi. Er spielt hier eine Kombination der Waffen Ranger Schrotgewehr, Tanator Sniper und Anaconda Sturmgewehr. Das Ganze endet darin, dass er ein wenig zu gierig wird und direkt zum Spawn des feindlichen Teams läuft. Dort legt er dann mit der Ranger und der Anaconda noch etwas vor, wird natürlich aber von respawnenden Gegnern überrannt. Er versucht sich am Ende mit einer Granate und der Anaconda noch zu retten, was ihm aber leider nicht mehr gelungen ist. Auf dem vierten Platz sehen wir eine 6er-Killstreak von dem Spieler Peteri Gota mit dem Sunny-Schrotgewehr und dem Feuerteufel-Sturmgewehr. Er macht mit dem Sunny-Schrotgewehr den ersten Kill, nimmt dann zusammen mit einem Teammate den Punkt C ein und zieht danach weiter Richtung Punkt B. Dort schießt er mit dem Feuerteufel den ersten Gegner an und killt danach mit dem Sunny-Schrotgewehr zwei weitere Gegner. Nachdem Punkt B eingenommen wurde, ist es Zeit für einen weiteren Doppelkill. Allerdings dieses Mal mit dem Feuerteufel-Sturmgewehr. Den sechsten Gegner kann Peteri Gota erst nach seinem Ableben mit dem Feuerschaden der Feuerteufel erzielen. Auf dem dritten Platz haben wir eine sehr schöne Kombination aus dem Mamba-Sturmgewehr, der Thanatos-Sniper und dem Maschinengewehr Anubis. Das Gameplay stammt von dem Spieler Nagibs Moktab. Er setzt seine Waffen sehr gut zur jeweiligen Situation ein und kombiniert die Thanatos-Sniper sehr gut mit dem Mamba-Sturmgewehr, wie ich finde. Er setzt sich mit den Waffen ordentlich durch und schafft es so am Ende noch ganz knapp eine 8er-Killstreak hinzulegen und somit ein Unstoppable, also ein nicht zu stoppen, zu erzielen. Auf dem zweiten Platz sehen wir eine 6er-Killstreak mit der Eisberg-Sniper und der Pistole Anathema von dem Spieler Zigarde. Diesem Spieler wurde übrigens in meinem Community-Zocken-Livestream unterstellt, er wäre ein Hacker, weil er so gut snipern konnte. In diesem Gameplay wird sehr schön deutlich, dass da aber natürlich nichts dran ist und er einfach nur gut im Snipern ist. In diesem Gameplay sind übrigens mehrere Sachen interessant. Zum einen geht ihm irgendwann restlos die Munition aus, sodass er nur noch mit der Pistole bewaffnet loszieht, um sich eine neue Eisberg-Sniper von den Gegnern zu besorgen. Zum anderen werdet ihr am Ende sehen, dass nach seinem 6. Kill die Killstreak Massacre angezeigt wird, was eigentlich 12 Kills hintereinander entspricht. Scheinbar hat Zigarde leider erst nach seinem 6. Kill angefangen, das Gameplay aufzunehmen. Insgesamt finde ich dieses Gameplay ziemlich gut gelungen, auch wenn nur die Hälfte der Killstreak aufgezeichnet wurde.
Und auf dem ersten Platz sehen wir von dem Guns of Boom YouTuber The Boss einen 4er-Kill in nur 4 Sekunden. Den ersten Gegner holt er mit der Thanatos Sniper und killt danach 3 weitere Gegner mit dem Juggernaut Sturmgewehr. Und das, wie gesagt, alles in nur 4 Sekunden. Hier könnt ihr diese Aktion gleich nochmal in normaler Geschwindigkeit sehen. Ich habe so einen schnellen 4er-Kill bisher wirklich noch nie gesehen und war echt beeindruckt von diesem Gameplay. Aber als wäre das nicht gut genug gewesen, zieht The Boss nach seinem ultraschnellen 4er-Kill auf die andere Seite der Map. Dort schießt er einen Gegner mit der Thanatos-Sniper an, zieht dann automatisch seine Pistole, wirft aber schnell ein Wurfmesser, welches den Gegner trifft, wechselt zur Stachelschwein und holt mit viel spielerischem Geschick auch noch den 5. Kill. Jetzt seid ihr gefragt. Schreibt mir unten in die Kommentare, welches der 5 Videos ihr auf den ersten Platz gewählt hättet. Und wenn ihr noch gute Guns of Boom Gameplays für mich habt, könnt ihr mir diese gerne für die nächste Folge zusenden. Alle Details dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.